Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht's um Weihnachtskarten. Und zwar nicht einfach herkömmliche Weihnachtskarten, sondern ich habe mich versucht in Papierschöpfen. Und das will ich dir heute zeigen. Und das Papier, das ich geschöpft habe, das werde ich mit einarbeiten in die Weihnachtskarten. Und ich zeige dir jetzt am Anfang Schritt für Schritt, wie das geht. Es ist gar nicht so schwer, wie ich dachte, aber garantiert heute beim Zeigen mal schauen, ob es was wird. Und dann würde ich sagen, wir legen gleich los und schöpfen Papier. Ich habe hier einen ganz herkömmlichen Bilderrahmen genommen. Da kannst du die Größe wählen, wie groß du es haben möchtest. Das ist jetzt so einer von IKEA, so ein ganz billiger. Und ich habe den ja schon mal gebraucht, also hier löst sich schon ein bisschen auf. So ein Metallrahmen wäre vielleicht sinnvoller. Aber es funktioniert. Und dann brauchst du so einen Damenstrumpf. Und den habe ich ganz simpel über den Rahmen gezogen. Einfach aufpassen, dass du keine Laufmaschen machst. So. Und hier oben verknoten. Ja. Ich habe das einfach ein bisschen stramm ziehen. Und hier oben verknoten. Irgendwie. So. Schon hast du das Sieb fürs Schöpfen. Und dann brauchst du ein Becken oder ein Eimer, wo du mit Wasser befüllen kannst. Der Rahmen sollte einfach gut Platz haben, damit du Bewegungsfreiheit hast. Das hole ich auch noch kurz. Hier der Eimer, etwas Zeitungen und einen Stabmixer. Im Eimer habe ich jetzt gut zur Hälfte mit Wasser befüllt und gebe hier jetzt Zeitungen rein. Das braucht nicht viel. Aber wie viel es wirklich ist, das kann ich dir nicht sagen. Es braucht nicht viel Zeitungen. Du musst einfach ausprobieren, wie es am besten geht. Hallo. Also, ich habe jetzt hier wirklich ganz wenig reingetan und ich püriere das mal und schaue, ob das reicht. Jetzt habe ich das püriert, ich weiß nicht, ob man das sieht. Wenn du nur Zeitungen reinmachst, dann wird es grau. Dann wird es so grau. Man kann das nachher natürlich anmalen oder man könnte vielleicht auch Pigmente ins Wasser einfügen. Das habe ich nicht versucht. Dann würde sich das auch färben.
ich bin heute ganz mutig, ich mache, wo habe ich sie, eine pinke Serviette rein. Das sind, also ich habe keine pinke Servietten zu Hause, ich habe die irgendwo mitgenommen, also es sind jetzt nur so zwei pinke Servietten und die werde ich hier beifügen und mal schauen, was passiert. Und mit dem Grau wird es hoffentlich nicht ganz so pink. Mal schauen. So. So sieht das jetzt aus. Es ist schon ein bisschen sehr pink. Ich schau mal. Dann brauchst du ein Frottetuch. Vielleicht ein bisschen größer wie dieses hier. So, und dann ein Geschirrtuch, wie ich gelernt habe, sagt man das in Deutschland auch so. Ein Geschirrtuch. Das kommt oben drauf. Toll wäre es natürlich, wenn es schön gebügelt ist, weil das hat jetzt ein bisschen eine gröbere Struktur und das kann man unter Umständen danach auf dem Papier sehen. Aber mir geht es hauptsächlich darum, dass ich dir mal zeige, wie das funktioniert. Also ich glaube, ich habe alles. Dann versuchen wir das. Ein bisschen aufmischen. Dann nimmst du den Rahmen und gehst so rein und so raus. Okay, ich versuch's. Also schon sehr pink und ein bisschen zu dick. Egal. Dann kommt das auf das Tuch und dann kippst du das um. Dann nimmst du ein zweites Geschirrtuch und drückst das rein, damit der große Teil vom Wasser schon mal entfernt wird. Und dann kannst du es hochheben. Und das war's. Dann lässt du das hier auf diesem Tuch. Das hält auch schön. In der Regel. So. Und das nächste kommt dann hier. Und dann kannst du das auf diesem Geschirrtuch trocknen lassen und dann einfach abziehen. Genau. Also das ist recht pink. Naja, das gibt Frühlingskarten vermutlich. Zu Ostern passt das. Und jetzt möchte ich versuchen, wenn ich jetzt aber zu Ostern diese verwende, sind Sterne ein bisschen doof. Ich versuche es trotzdem, ich mache jetzt Sterne rein. Die hier. Und schau, ob das geht. Und
2 sind drauf, 2 Sterne. Immerhin. Ich habe hier jetzt ganz normale Acrylfarbe, wie immer sehr minimalistisch, schwarz, weiß und grün. Und das wird eine abstrakte Aktion. Ich habe null Plan, was ich mache. Es wird sehr abstrakt. Ich lasse mich jetzt einfach leiten von den Farben und mache mir danach Gedanken, was ich damit anfange. Hauptsache, es macht Spaß. Auch wieder was sicher ganz toll mit Kindern ist. Da kann man sich ja komplett austoben, wenn es ums Malen geht. Und dann würde ich sagen, ich lege mal los. Da kann man den kleinen Van Gogh in sich entdecken bei diesen Aktionen. Das macht Spaß. Dann nehme ich noch ein bisschen Grün dazu. Ein bisschen mit Schwarz gemischt, viel Wasser. Und das ist ein Goldspray, so ein Deko-Goldspray. So, ich denke, ich lasse das jetzt so trocknen. Im Moment gefällt es mir gut, wie es jetzt ausschaut. Und dann stopp. Mir gefällt es ganz gut, wie es jetzt ausschaut. Ich lasse das jetzt trocknen und schaue, wie ich die weiterverarbeiten werde zu Weihnachtskarten. Ich habe jetzt die geschöpften Papiere über Nacht trocknen gelassen. Und sie sind jetzt doch ein bisschen pinker, wie ich gedacht habe. Also die drei werden auf jeden Fall Osterkarten und die kannst du jetzt ganz einfach ablösen vom Geschirrtuch und dann hast du diese Papierkarten, Papierblätter. Also das kannst du wirklich ausprobieren, das macht wirklich Spaß und wie gesagt, es ist nicht so schwer. Und das sind die, die ich ja bemalt habe, oder besser gesagt, bespritzt habe mit Farben und die sind jetzt so sehr ungrad, sehr gewölbt. Und die werde ich jetzt noch mit dem Bügeleisen etwas bügeln. Das, was ihr jetzt hört, das sind die Jungs nebenan. Und das ist eine Harley. Die richten auch gerade die Scheune um für ein Weihnachtsessen oder Weihnachtsevent. Und jetzt müssen die Harleys raus, damit die Feier dort stattfinden kann. Also es sollte gleich vorbei sein. Aber so hört sich nun mal eine Harley an. Also wieder! Das war keine Harley. Das war meine Heizung. Okay. Ich mache schnell eine Pause und warte, bis der Lärm vorbei ist und dann geht's weiter. Die Harley sind verstaut.
Und ich bügle jetzt diese Blätter ohne Dampf, damit die gerade werden und ich sie weiter verarbeiten kann. Idealerweise ist es besser, wenn man sie bügelt und wenn sie noch warm sind, in ein Buch legt und dann bleiben sie schön in der Form. Das sind jetzt meine fertigen, geschöpften Papiere, die ich bemalt habe. Und damit möchte ich jetzt irgendwas machen.
Das waren nun die Weihnachtskarten. Ich hoffe, es war für dich eine Inspiration. Du konntest was mitnehmen. Und das ist sicher auch was, was du mit Kindern machen kannst. Also gerade das Bemalen des Papiers, das macht wirklich echt Spaß. Und dann hat man ganz viele Möglichkeiten zu gestalten. Also ich habe dir jetzt nur ein paar gezeigt und ich bin überzeugt, du hast sicher ganz tolle Ideen. Also wenn ich da was mitbekomme, wenn mir jemand per Mail was schickt, das ist ja unglaublich, was ihr alles macht. Wirklich ganz toll. Und es ist so leise, ich weiß nicht, ob du bemerkt hast, man hört kein Hund. Das ist auch ein Vorteil, dass ich jetzt hier in diesem Raum arbeiten kann und er kann da hinten schnarchen, so laut wie er mag und es stört nicht. Dann würde ich sagen, das war's. Ich hoffe, du konntest auch ein paar Inspirationen mitnehmen von den kleinen, kurzen Videos, die ich jetzt unter der Woche noch gezeigt habe. Eben, es sollen einfach immer nur Anregungen sein. Vieles entsteht ja aus Anregungen und das geht dann kreativ weiter. Also ich hoffe, das ist so für dich in Ordnung. Und ich werde weiter kreativ sein. Und heute, wo ich dieses Video aufnehme, ist ja Sankt Nikolaus. Und ich werde jetzt ein kleines Ständchen halten. Und zwar das erste Sankt Nikolaus Gedicht, das ich gelernt habe. Das einzige, was ich gelernt habe. Und ich war da etwa 3 oder 4 Jahre alt. Und das geht wie folgt. Es ist aber leider auf Schweizerdeutsch, das geht nicht auf Hochdeutsch. Und zwar das kürzeste St. Nikolaus-Gedicht, vermutlich, das ich kenne. Und das lautet: Eseli, Eseli, chli und grau, auf dem Haberstrau, lauf jetzt gleitig, trapp, 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 Bergli auf und Bergli ab. Das ist mein einziges St. Nikolaus-Gedicht, das ich kenne. Und das habe ich einmal gelernt und jetzt bin ich 50 und ich kann es noch. Ist immerhin eine Leistung. So, dann würde ich sagen, das war's. Ich wünsche dir einen wunderschönen dritten Advent. Bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Und wie gesagt, unter der Woche kommen kleine, kurze Videos. Und ich würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. Also, alles Liebe. Tschüss zusammen.